Fishspy. Sehen Sie, was Sie bisher verpasst haben. Er liefert direkt Bilder auf Ihr mobiles Gerät und ermöglicht Ihnen eine einzigartige Perspektive. Fishspy ist so einfach zu bedienen, es besteht keine Notwendigkeit für eine Internetverbindung oder ein Handysignal. Drehen Sie Fishspy einfach an und stellen Sie sicher, dass sie bei Ihrem gewählten Gerät Wi-Fi aktiviert ist und Fishspy startet automatisch das Live-Video-Streaming. Verwenden Sie Fishspy als Markerschwimmer. Werfen Sie den Fishspy aus und seien Sie erstaunt, was man unter der Oberfläche sehen kann. Durch Drücken des Rekordsymbols auf Ihrem Gerät können Sie mit dem Fishspy in die Tiefe tauchen und somit im Nachhinein einen Einblick zu bekommen, was sich in der Tiefe befindet. Drücken Sie den Fishspy wieder an die Oberfläche und spielen Sie die Aufnahmen direkt auf Ihrem Mobilgerät ab. Überprüfen Sie, ob Ihre Köder richtig ausgelegt sind. Fishspy ist vielseitig. Es war noch nie so einfach, diese verborgenen Hotspots zu finden. Fishspy kann Ihre Aufnahmen speichern, damit Sie sie später bequem von zu Hause aus beobachten und auswerten können. Mit dem Highlight-Tag können Sie Action-Szenen markieren, um die nachträgliche Wiedergabe zu vereinfachen. Sie können Fishspy per USB-Kabel laden, entweder über ein netzbetriebenes Gerät wie einen Laptop oder eine tragbare Ladequelle, wie zum Beispiel einen tragbaren USB-Ladegerät. Sie können es direkt auch am Ufer laden. Entfernen Sie die Kappe und stecken Sie den USB-Kabel in den Anschluss der Kamera. Warten Sie, bis das rote Licht erlischt. Eine vollständige Ladung dauert bis zu 3 Stunden und hält bis zu 3 Stunden an. Setzen Sie die Kappe auf und drehen Sie den Sicherungsring in die Verriegelungsposition. Fishspy wird nun eingeschaltet. Koppeln Sie Fishspy mit Ihrem tragbaren Gerät. Wenn Sie zum ersten Mal Fishspy auf einem tragbaren Gerät verwenden, müssen Sie es mit dem Gerät koppeln. Fishspy einschalten. Rote Lampe blinkt. Zweitens. Im Android-Gerät in den Einstellungen WLAN wählen. Dort die SSID des Fishspy eingeben. Sie befindet sich auf der Unterseite der Verpackung. Nach Eingabe der SSD, zum Beispiel Fishspy-123, verbindet sich Ihr Gerät nach dem Scannen automatisch. Zum Aufruf des Fishspy geben Sie in Ihren Browser, zum Beispiel Google Chrome, einfach die IP ein 192.168.4.101. Nach erfolgreicher Eingabe erscheint nun die Benutzeroberfläche Ihres Fishspy. Dort können Sie Live-Bilder sehen oder Videoaufnahmen machen. Laden Sie die App aus dem App Store. Fishspy einschalten, rote Lampe blinkt. Nun auf dem Apple-Gerät Einstellungen WLAN wählen, dort die SSD, zum Beispiel Fishspy-123 des Fishspy eingeben, befindet sich auf der Umverpackung. Nach Eingabe der SSD verbindet sich Ihr Gerät nach dem Scan automatisch. Um mit dem Fishspy zu arbeiten, starten Sie nun die App. In der App sehen Sie nun die Live-Bilder des Fishspy, weiterhin können Sie Aufnahmen als Film speichern. Öffnen Sie Ihren Browser und Sie sehen den Fishspy Homescreen. Zu Beginn der Aufnahme drücken Sie auf das Kamerasymbol. Das Symbol leuchtet rot. Zum Stoppen der Aufnahme drücken Sie erneut auf das Symbol und das rote Licht erlischt. Zum Sichten der Aufnahmen drücken Sie das Einstellungssymbol, gehen Sie auf Aufnahmen. Dadurch werden alle Ihre Aufnahmen geöffnet. Wählen Sie die entsprechende Aufnahme durch Drücken auf die Pfeiltasten. Drücken Sie dann auf Abspielen für die Wiedergabe. Die Wiedergabe kann jederzeit angehalten bzw. mit Hilfe des Score-Buttons vorgespult werden. Zu Beginn der Aufnahme drücken Sie auf das Kamerasymbol. Das Symbol leuchtet rot. Zum Stoppen der Aufnahme drücken Sie erneut auf das Symbol und das Licht erlischt. Zum Sichten der Aufnahmen drücken Sie die Einstellungssymbol, gehen Sie auf Aufnahmen, dadurch werden alle Ihre Aufnahmen geöffnet. Wählen Sie den entsprechenden Aufnahme durch Drücken auf die Pfeiltasten. Dadurch werden alle Ihre Aufnahmen geöffnet. Wählen Sie entsprechenden Aufnahmen durch Drücken auf die Pfeiltasten. Drücken Sie dann auf Abspielen für die Wiedergabe. Die Wiedergabe kann jederzeit angehalten werden bzw. mit Hilfe des Scroll-Buttons vorgespult werden. Befestigen Sie das Fishspy an Ihrer Schnur. Der Fishspy wird auf die gleiche Art und Weise an der Schnur befestigt wie eine Markerboje. Wir empfehlen Ihnen hier mindestens 120 Gramm Blei zu verwenden und eine geflochtene Schnur von mindestens 0,30 mm. Schalten Sie Fishspy ein. Drehen Sie zum Einschalten den Deckel mit 3 Klicks. Schalten Sie Ihr Wi-Fi auf Ihrem Gerät an. Es wird automatisch eine Verbindung zum Fishspy hergestellt. Dann einfach den Browser oder die App öffnen. Sie haben Kontrolle darüber, wann Sie aufzeichnen zum Ein- oder Ausschalten der Aufnahme.
drücken Sie einfach auf das Symbol Aufnehmen. Der eingebaute Speicher wird bis zu 7 Stunden Filmmaterial aufzeichnen. Tauchleistung. Fishspy kann bis zu einer Tiefe von 10 Metern eingesetzt werden. Ein genauer Blick auf den Seegrund wird ermöglicht und Sie können kontrollieren, dass Ihre Köder korrekt abgelegt wurden. Wenn Sie mit dem Gerät tauchen, wird die Live-Bildverbindung zwar unterbrochen, aber die Aufnahme wird fortgesetzt. Achten Sie darauf, dass die Aufnahmefunktion eingeschaltet ist, bevor Fishspy untertaucht. Warten Sie, bis sich das Gerät mit Ihrem Mobilgerät an der Oberfläche wieder verbunden hat. Stoppen Sie die Aufnahme, sobald Fishspy an der Oberfläche ist, und drücken Sie die Wiedergabe zum Abspielen des Videoclips. Um zu vermeiden, dass Sie stundenlang Material suchen, gibt es den Action Marker. Einfach in Momenten, wo etwas Interessantes zu erkennen ist, mit dem Marker-Icon markieren. So lässt es sich im Nachhinein leichter finden. Farbige Kappen. Wir bieten verschiedene farbige Kappen für den Einsatz bei wechselnden Lichtverhältnissen zu Ihrem Fishspy, um die Erkennung noch einfacher zu machen. Es gibt Orange für das Allround-Fischen, Gelb für bewölkte Tage und Schwarz für einen hellen, sonnigen Tag. Schaumringe. Unsere Schaumringe können auf Bereiche über 30 Meter eingesetzt werden und helfen in Gewässern mit viel Kraut schnell an die Oberfläche zurück. Portabler Geräteständer. Der Standspike ist kompatibel mit Tablets und den meisten Smartphones. Es hat den Vorteil, dass es die Standhöhe des Mobilgeräts erhöhen kann, um die Reichweite zu erhöhen. Reichweite. 100 Meter für Android-Geräte und bis zu 60 Meter für Apple-Geräte. Die maximale Reichweite ist abhängig von der Qualität Ihrer Wi-Fi-Verbindung. Für Apple-Geräte bieten wir den Range Extender an, um die Reichweite von 60 Meter bis 100 Meter zu erhöhen. Hoher Wellengang und schlechtes Wetter können diese Reichweite jedoch beeinflussen. Die Höhe des Mobiltelefons ist wirklich wichtig, um die beste Reichweite zu garantieren. Die Wiederherstellung des Fishspy. Achten Sie darauf, dass die Aufnahmefunktion eingeschaltet ist, bevor Fishspy untertaucht. Warten Sie, bis sich das Gerät mit Ihrem mobilen Gerät an der Oberfläche wieder verbunden hat. Refresh-Knopf. Stoppen Sie die Aufnahme, sobald Fishspy an der Oberfläche ist, und drücken Sie auf Wiedergabe zum Abspielen des Videoclips. Die Lichtstärke und Wasserqualität. Fishspy verwendet hochwertige, lichtsensible Linsen und Sensoren, was ihm ermöglicht, mehr zu sehen als Sie mit dem bloßen Auge. Licht und Tiefe sowie Eintrübungen des Wassers haben natürlich einen Einfluss auf seine Fähigkeit, entsprechende Details zu sehen. Er kann aber entsprechend untergetaucht und bis zum Boden gezogen werden, damit Sie klare Bilder von der Struktur bekommen, welche Sie nachträglich im Abspielmodus abrufen können, alsbald sie an der Oberfläche zurückgekommen ist. Herunterladen, Speichern, Teilen und Löschen vom Filmmaterial. Das Herunterladen des aufgenommenen Filmmaterials auf Ihrem Computer zu Hause ist einfach. Die Kamera an Ihrem Computer zu Hause einstecken via USB-Kabel und die Daten können übertragen werden. Sie können durch Drücken der Schaltfläche X Aufnahmen vom Fishspy löschen oder über Ihr Mobilteil mit Hilfe des Wi-Fi. Vergessen Sie nicht, für weitere Hinweise und Tipps besuchen Sie www.fishspy.com.